Wir alle kennen Filme, Serien und Romane, wo Aliens eine Invasion auf die Menschheit starten. Egal ob Independence Day, World Invasion oder Falling Skies, Krieg der Welten von H.G. Wells gilt als Mutter aller Alien-Invasionsgeschichten und sorgte als Radiohörspiel sogar für eine Massenpanik damals in den USA. Und wir kennen auch alle den Ausgang dieser Geschichten. Die Menschen feuern all ihre Waffen auf die Aliens ab. Die Lage scheint aussichtslos und dann gelingt es dem Helden oder einigen irdischen Bakterien, die außerirdischen Eroberer letztendlich zu besiegen. Aber wie würde die Welt eigentlich aussehen, wenn die Aliens den Kampf gewinnen würden? Nun, das hängt natürlich von den Beweggründen ab, warum die Eroberer aus dem Weltraum unseren Planeten bzw. unsere Zivilisation angreifen. In den meisten Filmen und Geschichten sind die Aliens nicht an uns als Spezies, sondern an unserem Planeten interessiert. So saugt der Ted aus Oblivion zum Beispiel unserem Planeten einfach das Wasser ab. Die Aliens aus Independence Day wollen ihn gleich komplett bevölkern und alle Ressourcen verbrauchen, zumindest im Originalfilm, genauso wie die Marsmenschen aus Krieg der Welten. Die Aliens aus Falling Skies sind mehr an der Expansion ihres eigenen Reiches interessiert. Die Borg aus Star Trek wollen einfach alles und jeden in ihr Kollektiv assimilieren und betrachten andere Zivilisationen eher wie Briefmarken, die man sich ins Sammelalbum klebt. Fast alle Autoren dieser Machwerke sind sich aber im Kern ihrer Stories einig. Es ist eine Metapher auf uns selbst. Schon immer haben in der Geschichte unserer eigenen Welt vermeintlich stärkere Völker die vermeintlich schwächeren erobert, unterdrückt oder gar ausgerottet. Man denke nur an den Untergang der Azteken durch die Spanier, die Unterdrückung der Indianer oder den Völkermord an den Juden. Die Motive waren hier fast immer die gleichen. Expansion des eigenen Volkes, Ausplünderung der Ressourcen der vermeintlich Schwächeren und Ausbau der eigenen Macht. Nun, sind sich sowohl Science-Fiction-Autoren wie auch namhafte Wissenschaftler einig, dass dies auch im interstellaren Maßstab Gültigkeit haben könnte. Michio Kaku beispielsweise meinte einmal, wir würden Aliens gegenüber quasi in der Haut der indigenen Bevölkerung Nordamerikas stecken, die von den Spaniern entdeckt wurden. Und das ging für die Indianer bekanntlich nicht gut aus. Stephen Hawking war sogar der Meinung, man solle das Aussenden von Signalen ins All stoppen und die Suche nach Aliens einstellen, um uns nicht zu verraten und einer vermeintlich aggressiven kriegerischen Alienrasse quasi die Tür aufhalten. Ich persönlich finde, die Sorgen sind durchaus berechtigt. Die Erde ist ein wertvolles Juwel, reich an Leben und Ressourcen in einem riesigen, kalten und lebensfeindlichen Universum. Aber Ressourcen zur Erhaltung von Leben gibt es überall im Weltraum. Erze, gefrorenes Wasser, Metalle, jede Menge Energie von Sternen. Eine Alienrasse, die es schaffen könnte, unsere Städte in Schutt und Asche zu legen und immun gegen unsere Atomwaffen wären, hätten vermutlich genug Energie und Technologie, unwirtliche Planeten zu beleben, via Terraforming zum Beispiel. Außerdem wäre eine Zivilisation vom Typ 2 oder gar 3, dazu mache ich mal ein gesondertes Video, wenn ihr wollt, wäre uns schon lange aufgefallen. Gerade eine Zivilisation vom Typ 3 würde ja per Definition die gesamte Galaxie besiedeln. Also auch uns. Doch kommen wir zurück zur Science Fiction. Im Kern sind sich diese Geschichten ähnlich und orientieren sich sehr stark an die bisher einzigste zivilisierte Spezies, die wir kennen, nämlich an uns selbst. Die Aliens aus Krieg der Welten setzen dreibeinige Maschinen ein, um unsere Städte und die Menschen zu vernichten. Genauso oder ähnlich würden es auch menschliche Eroberer tun, Waffen gegen den vermeintlichen Feind einzusetzen. Die Aliens haben in gewisser Weise auch politische Ziele, Macht, Eroberung, Expansion, ebenfalls Motive, die sehr menschlich klingen. Mit anderen Worten, Forscher wie auch Science-Fiction-Autoren beschreiben Aliens als Menschen, die aber nur von einem anderen Planeten stammen. Meiner Meinung nach ist es jedoch unmöglich, die wahren Motive von Wesen zu ergründen, die jenseits unserer eigenen Erfahrungswelt liegen. Fakt ist, dass Leben immer anderes Leben sucht und sich erhalten will.
Somit könnte die Erde schon als neuer Lebensraum attraktiv für Aliens sein. Aber unter der Voraussetzung, dass ihre Physiologie es ihnen erlaubt, unsere Luft zu atmen und unser Wasser zu trinken. Am Ende siegen immer die Menschen in den Geschichten gegen die Aliens. Es gibt aber auch Filme und Stories, die eine Ausnahme bilden. Und die Menschen sind die Helden. Doch wie würde so eine Geschichte wie zum Beispiel Krieg der Welten aussehen, wenn die Dreepods, die dreibeinigen Maschinen, den Kampf gegen die Menschen gewinnen und die Menschheit unterliegt? Diese Frage könnte eventuell die Science-Fiction-Serie Die dreibeinigen Herrscher nach dem Roman Dreepods beantworten. Und genau mit dieser Geschichte befassen wir uns dann im nächsten Teil. Bleibt neugierig und tschüss.